Willkommen zur ersten Episode der Programmiersprachenserie. Heute mit der Sprache Basic. Kurz gesagt, Basic ist eine imperative Programmiersprache. Das heißt, jede Zeile Code wird nacheinander ausgeführt. Laut den Entwicklern John G. Kameny und Thomas E. Kurtz, die 1964 Basic entwickelten, steht Basic für Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie symbolische Universalprogrammiersprache für Anfänger. Gleichzeitig lässt sich der Begriff auch aus dem Englischen übersetzen als grundlegend. In den 1960er Jahren war Basic eine der wichtigsten Programmiersprachen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Sprachen damals war Basic für Privatanwender und Bildungseinrichtungen kostenlos verwendbar. Dies ist einer der Gründe, warum die mittlerweile über 50 Jahre alte Programmiersprache die Computerära extrem stark geprägt hat. Zu den damaligen Zeiten hatte fast jeder PC-Nutzer zumindest Grundkenntnisse über Basic, da beim Start von verschiedenen Programmen meistens ein Basic Interpreter geöffnet wurde, der ausschließlich Basic-Befehle annahm und umsetzen konnte. Bei der Entwicklung von Basic wurde vor allem auf 8 Aspekte Wert gelegt. Erstens, die Sprache soll für Anfänger leicht zu lernen sein. Zweitens, sie soll universell einsetzbar sein. Drittens, trotz der Einfachheit sollen Fortgeschrittene in der Lage sein, die Sprache zu erweitern. Viertens, Interaktivität zwischen Nutzer und Software soll im Vordergrund stehen. Fünftens, es sollen ausschließlich eindeutige und klare Fehlermeldungen geworfen werden. Sechstens, die Programmiersprache soll schnell ein Ergebnis auf Anweisungen oder Nutzereingaben liefern. Siebtens, die Sprache soll möglichst unabhängig von jeglichen Hardwareunterschieden sein. Achtens, gleiches gilt auch für Betriebssysteme. Doch wie schon erwähnt, ist diese Programmiersprache ziemlich alt. Aber ist sie in die Jahre gekommen oder könntest du diese Sprache durchaus noch für neue Projekte verwenden? Basic ist allein aufgrund des Alters nicht empfehlenswert. Außerdem wird es nicht mehr mit Updates versorgt und ist daher voll von Sicherheitslücken oder eher gesagt leer vor lauter Löchern. Stattdessen wäre das Folgende eine Alternative. Mit der Zeit wurden verschiedene sogenannte Dialekte von Basic von verschiedenen Unternehmen entwickelt. Der bekannteste Basic-Dialekt ist Visual Basic, welcher von Microsoft im Jahre 1991 entwickelt wurde. Im Gegensatz zu der Original-Basic-Sprache ist Visual Basic objektorientiert, das heißt, der Code ist in Klassen und Funktionen unterteilt. Dabei spielt die Reihenfolge des geschriebenen Codes keine wirkliche Rolle mehr, da an jeder Stelle eine andere Klasse und Funktion aufgerufen werden kann. Noch heute ist Visual Basic stark vertreten. Das am meisten verbreitete Softwarepaket ist höchstwahrscheinlich Microsoft Office mit Kultprogrammen wie Word, Excel, PowerPoint oder Outlook. Noch heute ist Visual Basic auf Platz 16 der beliebtesten Programmiersprachen. Eine 2002 erschienene Neuentwicklung von Visual Basic, nämlich VisualBasic.net, ebenfalls von Microsoft, liegt derzeit sogar auf Platz 7. Visual Basic ist durchaus eine nennenswerte Alternative zu Sprachen wie C++, Python oder Java, da es ähnlich wie Java und Python wirklich sehr einfach zu lernen ist. Jedoch sind Sprachen wie Phi weitaus flexibler und umfangreicher. Ein Nachteil von Visual Basic ist das schlechte Verwalten von Arbeitsspeicher, was ausschließlich durch ein manuelles Managementsystem ausgeglichen werden kann. Wie man sich leicht denken kann, dauert das länger, einerseits bei der Entwicklung, andererseits beim Ausführen eines Programms, welches mit Visual Basic geschrieben wurde. Das ist auch einer der Gründe, warum man Visual Basic definitiv nicht für die Spieleentwicklung nutzen sollte. C-Sprachen lösen die Arbeitsspeicherprobleme von Visual Basic in den meisten Fällen besser und zielerfüllender. Einfache Nutzerinterfaces lassen sich jedoch wirklich leicht und schnell umsetzen. Solltet ihr noch weitere Fragen zu Basic, Visual Basic oder anderen Dialekten haben, stellt diese gerne in den Kommentaren. Ich werde nach Möglichkeit versuchen, alle Fragen zu beantworten.